Herzlich willkommen an dieser Palmdigi Jubiläumsparty. Es freut mich sehr, dass ihr jetzt schon alle da seid. Ich hoffe, ihr seht einigermaßen her. Weil wir haben jetzt schon den ersten Gastredner. Ein Grußwort vom Gastgeber hier im schönen Erlacherhof. Er hat uns einerseits den schönen Hof jetzt zur Verfügung gestellt heute Abend und andererseits sich das schöne Wetter organisiert. Fantastische Location. Man sieht eben, wir sind im Bau vom Erlacherhof, aber es hat ja das war schon geplant, eine Symbolik dahinter. Auch Palmdigi ist ständig im Aufbau, Weiterbau, Weiterentwicklung. Von dem her passt es sehr, heute an diesem schönen Erlacherhof auch ein bisschen Gerüst zu sehen, weil das zeigt ja die Dynamik und die Agilität, die wir in dieser Szene haben. Von dem her freut es mich sehr, einen von den Gründungsmitgliedern von Palmdigi zu begrüßen. Toll, dass du jetzt im Erlacherhof bist. Palmdigi als Karrierevorbereiter sozusagen. Du bist damals im Nationalrat gewesen, Alec. Heute bist du Stadtpräsident der schönsten Stadt der Schweiz. Und von dem her genial, dass du da bist. Und toll, dass du jetzt noch uns tust, ein offizielles kurzes Grußwort geben. Merci Matthias, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen hier im Erlacherhof. Es stimmt natürlich nicht, was der Matthias gesagt hat. Wir haben das Gerüst aufgestellt, damit es ein bisschen weniger schön ist, damit ihr nicht noch eifersüchtiger werdet, als ihr sowieso schon seid, wenn ihr hier mein Büro seht. Ich kann euch einfach sagen, hier arbeiten ist wie Ferien jeden Tag, aber das ist die ganze Stadt Bern. Die ganze Stadt Bern ist eigentlich wie Ferien das ganze Jahr durch. Ich hoffe, das sei für euch auch so und ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Ferientag, den ihr hier in der Stadt Bern im Garten vom Erlacherhof dürft verbringen. Und ich werde dann auch das Feld gerade sofort räumen. Ich gehe dann an einen anderen Event, dass ihr ganz unbedingt hier könnt feiern. Ich werde dann nachher die Beschwerden von der Nachbarschaft für euer ausgelassenes Feiern in Empfang nehmen. Tatsächlich, Palmdigi, vor 10 Jahren war die Gründung gewesen. Ich glaube, der Inkubator und Initiator und oder der ständige Antreiber und Weitertreiber von Palmdigi hat mich gerade hier angekündigt. Matthias Stürmer, das war vor 10 Jahren auch nicht anders gewesen, als er mit dieser Idee ist gekommen, Palmdigi zu gründen. Es war dann sehr stark getrieben gewesen, natürlich durch eine Herzensangelegenheit von Matthias, die eine Herzensangelegenheit von allen Gründungsmitgliedern war. Das war die ganze Open-Source-Entwicklung, die man dort ein bisschen auf das Tapet musste bringen. Es ist aber natürlich viel weiter gegangen, es war viel breiter gewesen. Wir leben ja, in welchem Zeitalter leben wir? Leben wir im Zeitalter vom Wassermann? Leben wir im Zeitalter von ich weiss nicht was? Nein, selbstverständlich, wir leben im Zeitalter von Digitalisierung. Und es ist halt leider Gottes so, es hat in dieser ganzen Schweizer Politik keine Organisation gegeben, keine parlamentarische Gruppe gegeben, also vor allem in der parlamentarischen Politik, muss ich sagen, die sich mit diesen Fragen von der Digitalisierung schwergewichtig auseinandergesetzt hat. Und in diese Lücke, die kilometerweise offen gestanden ist, ist der Matthias Stürmer mit seiner Idee reingestanden, reingekumpelt, dass wir gesagt haben, wir müssen ein Gefäß haben, wo wir uns mit den Fragen von der digitalen Entwicklung befassen. Wir waren dann sehr klein gewesen, natürlich noch agiler als heute, weil wir irgendwie nur eine Handvoll Leute waren und uns dort, glaube ich, irgendwie um einen Wirtshaustisch im Federal können, treffen vor 10 Jahren. Das Wachstum, der Erfolg von der Gruppe ist natürlich begeisternd. Das funktioniert nur, weil natürlich die Industrie die Wissenschaft auch entsprechend mitgezogen hat und mitgeholfen hat, dass sich die parlamentarische Gruppe Palmdigi so erfolgreich können entwickeln. Ich bin leider nicht mehr dabei, im Herzen, nicht nur heute Abend, sondern natürlich praktisch Tag und Nacht bei Palmdigi dabei. Ich verfolge jeden Move von Palmdigi sehr eng verfolgen und mitbegleiten. Ich wünsche weiterhin sehr viel Erfolg. Es ist nötig, die Arbeit ist nötig, das Networking ist nötig. Macht das erfolgreiches Networking heute Abend hier. Geniessen den Abend, der soll ein feierlicher Abend sein, ein fröhlicher Abend, wo ihr auf eure erfolgreichen 10 Jahre könnt zurückschauen könnt und könnt Kraft tanken für die erfolgreiche Zukunft von Palmdigi. Danke allen, dass ihr da seid und wünsche euch einen schönen Abend. Merci vielmals.